Hallo, ich begrüße euch zu einem Unboxing Diamond Painting. Da habe ich schon öfters mal darüber etwas gesehen und dann habe ich gedacht, ach, das müsstest du auch mal ausprobieren. Wer neu hier ist, ich bin Celine und painte und sticke. Und alle anderen, die wieder eingeschalten haben, die begrüße ich ebenfalls recht herzlich. Also, es geht jetzt um ein Zubehör von Diamond Painting. Und ich habe sowas noch nie bestellt. Und jetzt wollte ich es einfach mal ausprobieren. Da, 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 da. Ich konnte mir übrigens aussuchen, über Instagram findet man den netten Herrn, ob ich Paket oder es war noch irgendwas im, weil das kann ich jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls habe ich mir mal wunderschön eingepackt. Ups. Habe ich mir Folgendes ausgesucht. Da, 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 da. Das ist ein Schiffchen. Und zwar ist das das große Schiffchen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, haben die hier Magnete. Und hier hinten jetzt frei, damit man das schön aufnehmen kann, gerade wenn man einen Mehrfachaufsetzer hat. Und wir haben hier ein Stöpsel, der auch magnetisch ist. So, das ist die Nummer 1. Dann schauen wir mal weiter. Ja, super netter Kontakt. Oh. Rosa. Das ist die Nummer 2. Auch wieder ein. Ach, guck doch mal hier. AB-Steine wurden hier reingelegt. Ach, ist das süß. Dankeschön. Dankeschön. So. Und die Nummer 3. Das ist ein mittleres Schiffchen. No. No, 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 no. Oh, guckt mal, was für ein schönes Lila. Ja, warum habe ich mir das ausgesucht? Weil die Deckel magnetisch sind. Und weil jetzt hier schon ganz neu, also die Magnete mit dabei sind. So. Und wenn ich mal ganz viel Farbe habe, mache ich das dann rein. Ne? Also, wenn ich mal so schaue, alles schön. Kein Grat. Alles wunderschön. Und das ist ja der neueste Schrei, dass hier hinten das frei ist. Andersrum. So, und dann probieren wir das mal aus. Also eins in Türkis und Lila und eins in Rosa. Ach so, guckt mal, was ich hier sehe. Hier ist an dem Stöpsel auch noch ein Aufdruck, ein Diamant drauf. So, also. Da werden wir mal die AB-Steine. Forever Young. werden wir mal die AB-Steine hier aufschnippeln. Und wir gucken mal, wie das so. Ich nehme erstmal die. So, das sind
Gründersteinchen. So, und jetzt kommt der Hammer, die nicht so richtig liegen wollen. Die sind bestimmt ein bisschen lang auf ihr. Ich mache es nochmal. Ja, das merke ich schon, die gehen kaum weiter. Die sind so doll aufgeladen. Und dann kann ich hier ganz bequem mit aufnehmen. So, das waren runde Steinchen. Jetzt schauen wir uns mal die Eckensteinchen an. Ich mache den Link, den Namen von den netten Herren dann mal, werde ich dann in der Bildbeschreibung hier unten dann mit einblenden. Wer also Interesse hat über Insta, oh ja, guckt doch mal. Guckt euch das mal an. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Ist das der Hammer? Das sind eckige Steine. Ich vermute mal, die Steine sind hier die anderen. Die sind sehr elektrisch aufgeladen, weil die gar nicht weitergehen. So. Oh, da könnte ich ja jetzt damit spielen hier. Bis zum Umfallen. So. Und dann kann man ganz bequem mit einem Riesenaufsetzer. Ich gucke gerade, ob ich einen hier habe. Ja. Wir probieren es mal aus. So, ich nehme den größten. Ach, das ist ein Traum. Na gut, hat nicht alle genommen. Weil bestimmt etwas Harz fehlt. Harz, warum sage ich immer Harz? Weil hier, na sag mal, Wachs fehlt. Jetzt schaut mal. Ist das nicht ein Träumchen? Und vor allen Dingen, weil hier vorne alles wunderschön zusammenhält. Und dann probieren wir mal das aus, ob das auch wirklich hält. Oh, schaut mal, mein Türkis. Oh, meine Lieblingsfarbe. So, und das möchte ich ja wieder zurückkippen. Mal schauen. Ja, Mutti schmeißt wieder alles daneben. Ja, ein paar sind noch drin. So. Ja, es wäre dann besser, wenn man hier noch einen Trichter hätte bei diesen. So. Alles leer. Also, ich bin total begeistert. Ich werde das gerade dafür nehmen, wenn ich ganz viele Farben habe. Also so wie zum Beispiel die 310, ne? Und dann kann ich mir ja hier einen Zettel aufkleben. Und dann muss ich nicht immer ewig nachfüllen und kann das super easy mit dem Mehrfachaufsetzer aufnehmen. Aber ich möchte trotzdem noch was probieren. Wir haben ja drei. Ach, übrigens kann man sich das auch aussuchen, ob man hier das Weiße, ob man da eine andere Farbe haben möchte. Aber ich habe gedacht, oh, warum? Kann man alles gut erkennen. So, das sind nochmal runde Steine. Und zwar sind das Straßsteine. Das ist die Nummer 10. Habe ich die nicht schon hier? Ich glaube ja. Nehmen wir eine Farbe, die ich noch nicht einsortiert habe. Oh ja, das passt gut. Die Nummer 15.
für mein Schmetterlingsbild. So, Strasssteine. So, und jetzt kommt der Wahnsinn. Wahnsinn. Geht wunderbar. Passt gut rein. Prima. Prima, prima. So, und dann nehme ich mir mal ein neues Schälchen. Und zwar war das die Nummer 15. Und das kippe ich gleich hier rein. Ja, ich höre noch was. Auch richtig erstmal draufsetzen. So. So, jetzt müsste es alle sein. Und tada, alle. Ja, ich bin echt begeistert. Schaut euch das mal an. Ihr könnt Kontakt mit ihm aufnehmen und er hat ganz viele Farben da. Und dann kann man sich so ein, es gibt praktisch zwei Größen, das große und das mittlere. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, damit zu pinkeln. So, jetzt werde ich nochmal das andere, die AB-Steine nochmal durchschütteln. Mal gucken, ob sie jetzt ja, das merkt man schon, dass die gar nicht hier rein wollen. Sind ja auch runde Steinchen. Ach naja, mit der Zeit kriegt man es hin. Schaut mal, mit der Zeit kriegt man es hin. Oh, wunderbar. Da freue ich mich schon und ich hoffe, dass mein Painten dadurch etwas schneller und leichter wird. Wie gesagt, in der Beschreibung schreibe ich euch dann den Namen auf und ihr könnt ihn dann bei Instagram, wenn ihr wollt, ihn besuchen und auch so ein Schiffchen bestellen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Celine.